Ich baue da. Ja, aber du bist im Video. Juhu! Hallo meine Lieben! Na, alles gut bei euch? So, ich habe euch ja ein Muttis Koffer Unboxing versprochen. Und hier sind wir. Ja, also Mama ist noch nicht mal, wie lange bist du denn jetzt im Land? 10 Stunden? Könnte sein, ja. So irgendwie um den Dreh. Mama ist hier auch schon beschäftigt mit Barbie Dreamhouse, weil Klein Mäuschen hat ja morgen Geburtstag und das Ding hat so an die 180 Teile. Das muss ja jemand zusammenbauen. Ne? Oma ist ja jetzt im Lande und deswegen befinden wir uns jetzt gerade im Schlafzimmer von mir. Und da die Koffer jetzt noch nicht ausgeräumt sind, hat Mama auch noch nichts zum Anziehen. Weil das genau. Das ist nämlich alles irgendwie zwischendrin und dann wieder doch nicht. Mama hat also ein komplettes Outfit von mir an und deswegen müssen wir jetzt die Koffer auspacken, Schätzeleins. Weil das muss ja dann auch alles weggeräumt werden und Mama muss dann auch irgendwann mal duschen gehen. Ja. Und die Sachen sind hier auch in den Koffern drin und dann haben wir ja auch noch ein Paket. Ja, also es gibt 2 Riesenkoffer und ein Paket. Ob ich zu allem komme, das weiß ich nicht. Um die Frage zu beantworten, Mama, wie geht's dir? Super. Super. Ich trage Leihkleidung. Leihkleidung. Wie war dein Flug? Gut. Es ist halt anstrengend, ne? Muss man sagen. Ja, das ist halt, also es ist nicht, was man einfach so auf einer Pobacke absitzt, ne? Nee. Gut, wenn man 2 dabei hat. Die werden sehr gedrückt. Aber es war okay, Leute, es ist okay. Es ist okay. Es war viel los am Flughafen in Frankfurt aufgrund dieser ganzen Papiere, die man da haben musste. Und was ich interessant finde, die Menschen wissen, sie fliegen in die USA und dann haben sie ihren Impfpass vergessen. Und das sind halt so Dinge, die halten dann auf. Ja. Aber im Großen und Ganzen würdest du sagen, es war alles gut organisiert? Ja, also das war's schon. Ja. Nee, man ist ja gut durchgekommen, man hatte halt überall viel Wartezeit. Aber das wusste man ja. Ja. Da waren wir ja drauf eingestellt. Ja. Also gestern haben ja die Borders aufgemacht, ja, Richtung USA. Also wir wussten, es kommt einiges. Und deswegen, Mama war sehr früh am Flughafen. Solltet ihr also in den Urlaub fliegen, Richtung USA, kommt nicht erst eine Stunde vor Abflug an. Ja. Und guckt, dass die Papiere nicht im Koffer ganz ohne drin sind. Das ist auch ganz günstig, wenn man die griffbereit hat. Ja. Gut, andere haben Apps und lass mich auch noch mit, aber die mit der Apps musste zum Teil noch länger warten als ich. Mama hat sich alles ausgedruckt. Doppelt und dreifach. Ja. Und es hat auch funktioniert. Englisch, Deutsch. Ja. Ich war noch am Überlegen, Hebräisch, aber ich habe gedacht, das brauche ich nicht. Nee, diesmal nicht, oder? Diesmal nicht. Nee, ich kam gut zurecht. Es war okay. Gut. War okay. Ja, also, Leute, es geht los. Hier ist der erste Koffer, ja. Und wir sind gespannt, was uns da jetzt alles entgegenkommt. Solltet ihr Schimpfwörter, ein bisschen Gebrüll im Hintergrund hören, das ist Mama, das ist ganz normal, ja. Das ist zu viel Pink und zu viel Purple und zu viel, was zusammengesteckt werden muss. Also regt euch darüber nicht auf, regt euch mit uns auf. So. Ja. Also, es geht los. Mutter, was ist denn das? Adventskalender mit 24 Pixie-Büchern. Das ist aber für Lauren, ne? Ja. Na, du kannst sie auch lesen, wenn du möchtest. Ja, ich lese ihr ja vor. Guckt mal, ein Pixie-Adventskalender mit kleinen Büchern drin. Ich bin mal gespannt, wie wir das hier organisatorisch machen, weil du machst ja Barbie Dreamhouse, ich räume hier die Koffer aus. Also, zum guten Glück sind wir im größten Zimmer. Also wenn im Haus irgendwelche Socken verbaut sind, das ist falsch. Wenn die Socken verbaut sind. Eine Barbie. Ist wahrscheinlich für Lauren, ne? Ja. Zum Geburtstag oder einfach so? Nee, einfach so. Einfach so. Mama hat ja auch gesagt, das sind keine Geschenke, was sie mitbringt. Es sind Mitbringsel. Und den Quatsch hat sie mir das letzte Mal schon erzählt. Und deswegen, sie kriegt ja hier auch keine Geschenke. Sie kriegt Daseiner-Lilines. Ja?
Versteht ihr? So, bei uns gibt es keine Geschenke. So, es gibt Semmelknödel. Fein gewürzt. Oh. Mama kocht ja dieses Jahr bei uns das Weihnachtsessen schön mit Knödel und Sauerkraut und Soße und Puten. Ne? Ja, ich freue mich. Besonders auf die Knödel. So, Wattepads, yeah. Das sind die guten Wattepads, Schätzeleins. Die in Amerika, die braucht keine Sau. Glühfix. Oh, da können wir uns wieder Glühwein mitmachen. Wie hat das funktioniert? Mit Rotwein, ne? Rotwein warm machen und dann sind das wie so Teebeutel, wo die Gewürze drin sind mit Zimt und Nelke und so. Ne? Und wir haben das letzte Mal noch lecker Orangen reingeknallt und haben die Orangen extra lange ziehen lassen und haben dann die Orangen so rausgesuppelt. Da hat man schön einen im Tee gehabt. Ne? War aber lecker. So, oh, deutscher Kaffee, Jetzelights. Deutscher Kaffee. Eine Packung habe ich schon unten. Hat Mama gestern Abend aus irgendeinem. Wo hast du den rausgezogen? Aus dem Rucksack hat sie den rausgezogen. Wie gesagt, ne, hier, Fräulein hat ja überall alles. Und deswegen, also ein Päckchen Kaffee habe ich schon unten im Schrank stehen. Ich freue mich. Deutscher Kaffee. Schwarzes Geschenkpapier. Ein frohes, fröhliches Schwarz. Also es kommt oft das vor, dass da ein ist, gehört mir. Wie gesagt, das sind ja ihre ganzen Sachen irgendwie noch mit drin. Oh Mama, ich habe Schuhe gefunden. Hähnchen, Gewürzsalz, brauchen wir für? Die Knödel, kannst du die Knödel machen. Zu den Knödel, okay. Also ist für fürs Weihnachtsessen. So, Wattepads, 50 Stück. Super soft, zweimal, jawohl. Und dann nochmal hier Glühfix. Ja. Und ich glaube, jetzt kommen hier so deine Sachen, Mama. Ich habe hier eine Hose. Ist das eine Hose? Nee, ist ein Pullover. Ach so. Siehst du? Hier oben, ich komme nicht raus. Da ist noch eine Jacke, da haben wir ein paar Binden. Das brauchen wir alles. Hallo, wir sind hier unter Frauen, ja? So, was haben wir denn hier? Mein Adventskalender. Der ist bestimmt für mich. Nee. Wieso nee? Der ist nicht fertig. Zeig mal das Bild. Nee, der ist nicht fertig. Ja, aber kannst du einen von den anderen aussuchen. Ja, also wir haben einmal mit Nikolausi, der ist dann für Kleinmäuschen. Und dann haben wir zweimal. Oh, mir doch egal, wie alt ich bin, ich will einen Adventskalender. Das ist meiner. Das ist meiner und der gehört dann Schatzi. Um die Frage zu beantworten, kommt Schatzi denn jetzt? Ja, er kommt. Er wird am 18. Dezember wird er rausfliegen von da, wo er sich jetzt befindet. Wird dann also über seinen Geburtstag hier sein, über Weihnachten, über Neujahr und fliegt dann am 2. Januar wieder zurück. Und nein, Kleinmäuschen weiß weiterhin nichts, ja, weil wir sprechen hier von der Army und ich möchte ihr nicht, ja, Mama kommt schon mit dem nächsten Koffer, ich möchte ihr hier nicht wochenlang erzählen, der Papa kommt und dann entscheidet sich die Army dafür, oh, nö, Mama doch nicht und ich breche ihr dann das Herz, ja, also Kleinmäuschen weiß nichts. Wir haben Fensterbilder, oh, die sind aber schön. Da habe ich gedacht, kann ich mit der Kleine vielleicht ihre und mein Fenster machen? Das, okay kann, das kannst du machen. Oder ohne. Wo hast denn du die her? Tante hat die besorgt. Oh, die sind aber sehr schön. Ja. Die Adventskalender sind auch von Tantchen. Also Adventskalender sind auch von Tantchen. Ja. Grüße gehen raus. Hallo Tantchen, vielen Dank. Ich freue mich. Oh, guck mal, das sind aber richtig. Tantchen, schreibst du mal bitte in die Kommentare, wo du die Fensterbilder her hast. Die sind sehr schön. Ja, kannst du ja dann bei Lauren im Zimmer. Ja, ja. Habe ich gedacht, bei ihr und bei mir. Ja. Sollten wir übrig unten haben, unten. Ja, unten mache ich ja auch. Auf das wollte ich ja sagen, ja. Du machst ja eigentlich immer der eigene, weißt du? Ja, ja gut, aber machen wir ja dieses Jahr alles zusammen. Ja. So, und dann ist hier ein C&A-Karton. Genau. Der bleibt zu, oder? Nein. Okay, also gib mir mal meine Schuhe, bitte. Ja, Schuhe haben wir gefunden. Die sehen ja noch aus wie neu. Ich pflege meine Sachen. Ja, das stimmt. Mama hat, die ist da wie ich. Wir haben unsere Kleider immer sehr, sehr lange. So, und dann haben wir noch ein paar schwarze Schuhe. Und das ist mein Notizbuch? Das Notizbuch, genau. Das werde ich mal brauchen für eine Session. Aber ich habe es nicht gefunden. So, und dann haben wir hier jetzt einen riesen, hast du da das Messer irgendwo? Einen riesen C&A-Karton im Koffer. Warte, könnt ihr gucken. Hier. So. Dankeschön. Bitte schön. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ich weiß nicht, was da drin ist. Du hast geparkt? Vor 3 Wochen. Hoppala. Oh!
Alles klar. Deswegen geht der Hund hier wahrscheinlich auch so ab. Okay. Hoppala. Hoppala. So, alles für die Kleinen. Für Simba und für Max natürlich. So, was magst du denn, Großer? Guck mal, was haben wir hier denn? 12 Knapperstäbchen, reich an Ja, du drehst hier. Ich gebe doch so einen größeren. Der ist größer, der wird dann länger zu schaffen. Zahnpflegesticks. Ja. Oh! Und da ist noch was drunter. Chatelein. Für jeden wird auch ein Weihnachten eingepackt, dass die alles haben. Okay, alles klar. Ja gut, da hast du ja an Vorrat dann mitgebracht. Oh, wenn da... Warte mal. So. Der Enten ist, dann weiß ich überhaupt nicht, was in dem Paket ist. Sie hat's gepackt. Wisst ihr? Ja. So. Surprise. Bitte schön, Großer. Bitte schön. So, das machen wir hier an der Seite. Kommt von euch eigentlich jemand und hilft dann beim Wegräumen? Wie sieht's aus, meine Lieben? Nee? Okay. Also, wir haben Denk mit Maschinenentkalker 3 in 1. Zweimal. Dann haben wir Schnellentkalker von Denk mit. Das sind so kleine Helferlis im Haushalt, die finde ich super. Ja, und die gibt es ja bei euch wirklich für Centbeträge, ne? Beim DM. Also ich weiß jetzt nicht genau, was es kostet, aber so übermäßig teuer ist das nicht. Nee, also das sind so Sachen, da zahlst du hier in Amerika echt einen Haufen Geld. So, oh geil, Rosenwasser. Ich freue mich, ich habe keins mehr. Ich habe auf Amazon geschaut, aber dieses Rosenwasser ist jetzt seit Wochen ausverkauft. Ja, also ich komme da jetzt momentan nicht ran und freue mich deshalb umso mehr. So, was haben wir hier? Balea Volume Paste. Genau, das ist das, was ich dir gesagt habe. Ne? Meine Mama hatte ja dann gefragt, Kind, brauchst du was? Und da ich ja, ich komme ja nicht zum DM, ich weiß also nicht, was gibt es im Sortiment, was ist neu, war ich auf der DM-Seite. Und dann ist mir hier dieses Dry Volume Paste ins Auge gesprungen. Was haben wir da? Geheim. Kondome. Kondome. Mit Noppen oder ohne? Natürlich mit. Natürlich mit. Die Sechskantnoppen. Die Sechskantnoppen. Ah, natürlich. Brauch mal. Ja. Habe ich dir das eigentlich erzählt, dass in einem Kommentar letztens bin ich gefragt worden, wie es bei mir momentan mit Verhütung aussieht? Mein Mann ist seit über 4 Monaten weg, ja. Ja gut, dann ist es ja klar. Im Grund sagt das eine ja das andere schon aus. Also Verhütung steht bei mir momentan gar nicht auf der Liste, ja. So in der täglichen Routine, das brauche ich alles nicht. Hast du noch das Messer? Weil du hast das ja alles so zugebappt. Sieht's denn eigentlich aus? Bist du fertig? Nee. Aber ich glaube, ich komme da auch nicht viel weiter, weil ich jetzt selber gucken muss. Was du in deine Pakete hast? Ja. Und in deinem Koffer? Ja. Also, nur hast du den Eindruck, mir fehlt die Glasscheibe. Was für eine Glasscheibe? Ach so. Wo hast denn du jetzt dein Leckerli hin? Das hast doch du nicht schon gegessen. Nee, da liegt's. Nee, das hat Mama so zugeklebt, das kriege ich hier nicht auf. Das kann ich gut, gell? Ah doch, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Kann ich gut. Ja. Also die Pakete, die hier ankommen, die sind ja auch immer also vom Allerfeinsten, ja, zugeklebt bis oben hin. Meistens verwendest du so eine ganze Kleberolle, gell? Oft ja. Ja, nee, da kennt Mama nichts. Das ist eine, die so oft gemacht wurde, ist so ausgeraubt wurde. Aha, was ist? Fülle und Struktur, ohne zu verkleben. Du wolltest es haben. Boah, ey Mutter. Braucht auch niemand. Boah, Alter. Also wenn danach dann dein Kopf riecht, das ist ja widerlich. Was ist das denn? Das riecht wie Knetmasse. Das zum Thema Verhütung. Ja, Verhütung, das hat sich dann damit erledigt. Wenn das auf dem Kopf hat, braucht sich um Verhütung keine Sorgen machen. Nee, aber das ist ja widerlich. Das ist nicht wirklich lecker. Boah. Nee, Leute, also das weiß ich nicht, ob ich mir das auf den Knödelkopf schmiere. Also Volumen hin oder her, das weiß ich noch nicht. Eklig. So, was geht hier auf dem Handy ab? Ah, alles klar. So, was haben wir? Oh. Genau.
Genau, das habe ich mir nämlich auch gewünscht. Tiefenreinigungsshampoo. Weil bei euch sind es ja nicht immer so Elefantengrößen, ja? Also da brauche ich jetzt nicht 2 Jahre, um das aufzubrauchen. Und hier, ein Tiefenreinigungsshampoo ist ja jetzt auch nichts. Jetzt habe ich schon wieder, ich habe den Knopf vergessen, ey. Scheiße. Alles wieder einpacken. Also ein Tiefenreinigungsshampoo ist ja jetzt nichts, was man täglich braucht, ne? Also. Riech doch erst mal dran, vielleicht riecht das wie die Paste, dann brauchst du auch nicht. Komm, ich mach's auch. Ja, du hast es auch zugeklebt. Mein geliebtes Waschgel. Gibt es jetzt weiterhin oder nicht? Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Also mir hat ein Schätzelein geschrieben, die arbeitet bei DM. Grüße an dich gehen raus. Dass da anscheinend ein Schildchen dran war und sie jetzt nicht weiß, ob das komplett aus dem Sortiment geht oder ob die Verpackung und die Formulierung verändert wird und es kommt dann wieder neu ins Sortiment. Weil du hast nämlich geguckt und du hast kaum noch gefunden, gell? Also wir waren in einem anderen, im Viernheim im DM und da gab es das gar nicht mehr. Und dann bin ich ja bei uns in der DM und da waren die, die da waren, habe ich mitgenommen. Ja, alle. Alle. So, also das riecht gut, das kann man verbinden. Dann... Balea mit Zellenreinigungswasser mit Rose. Das, was ich davor hatte, das mit Zellenwasser, das war kacke. Ja, aber ich wollte jetzt noch das mit Rose probieren, weil das ist nämlich auch für trockene und sensible Haut. Weil das, was ich das letzte Mal hatte, das... Was grinst du jetzt? Gar nicht. Gar nicht. Das hat gebrannt. So. Und jetzt probiere ich mal das. Oh! Mascara! Mascara! Die welttollste, weltbeste Mascara, die es gibt. Essence, Princess, hier, Lash, ne? Wie ist da schon? Die grüne. Princess Lash. Princess Lash, die grüne. So, dreimal. Dann. Ach, das habe ich hier mal rein. Das ist neu. Ne, ich habe den schon lang, aber ich habe es... immer vergessen mitzuschicken, weil das ist gut für so gerade deine komischen Blinds, tralala, da wo du als ein Wolf putsch oder ja, so, weißt du? Ja. Oder Kunststoffsache. Ich nehme das immer für die Fensterrahmen, ist ganz super. Oh, okay. Und für die Tür nehme ich. Kriegt da hier noch einen Tipp von Mama? Nee. Also das ist jetzt ein Kunststoffreiniger. Ja. Und ich schreibe auch, dass es für die Armaturen ist, vom Auto, da will ich es nicht nehmen, also da finde ich es ein bisschen scharf. Nee, Armaturen vom Auto, Sensi Counter Clean. Leute, das Ding, das ist der Wahnsinn. Ich habe vor 2 Tagen nachts mein Auto geputzt, ja. Wäre mein letztes, ja, jetzt weißt du mal, wie es mir geht, wenn ich hier ständig deine Pakete bekomme. Nachts um 11 das Auto geputzt und es hat ja ausgesehen wie Sau. Und dann habe ich Sensi Counter Clean verwendet. Leute, mein Auto, das blinkt, das ist sauber, das ist der Wahnsinn. Aber weiterhin Sensi Dish Soap. Was ist Dish Soap? Tischseife. Nee, nicht Tischseife. Spülseife, ja, für euer Geschirr. Ist weiterhin Schrott und überteuert. Aber Counter Clean könnt ihr euch angucken. Ist aber geil. Guck mal, ich hab's gut eingepackt gehabt. Da ist ein bisschen feucht. Das. Sehr schönes Wetter hier. Ich war sehr überrascht. Ist ein bisschen feucht. Ja, Mama ist dann... Rieche, wasche jetzt nicht. Nee, brauche ich jetzt nicht. Aber guck mal, hier, Mama sagt, von Denkmit Kunststoffreiniger, der ist sehr gut. Ah ja, da ist wirklich was ausgelaufen. Text? Gut, dass ich immer so einpacke. Ja, stinkt jetzt aber nicht. Nee. Ist okay. Nee. So, dann haben wir... Oh, 3-mal Augen-Make-up-Entferner, ja, ölhaltig, 2 Phasen von Balea. Kennt ihr von mir weiterhin... Großes Kino. Balea Fußcreme, habe ich noch einige hier, aber das ist auch die weltbeste Fußcreme. Ganz toll. So, und weil es dann so schön war, haben wir hier noch ein bisschen Waschgel. Ja, ich weiß nicht, ob sie aus dem Sortiment gehen oder nicht, habe ich gedacht, ich nehme die jetzt gerade mit. Ja, und ich meine, dass ich noch 3 Stück hier habe. Also ich denke, so für die nächsten 4 Wochen bin ich versorgt. Ne? Gesicht kann ich mir waschen. Vielleicht können wir ein bisschen strecken. Strecke. Ja. Wenn es dann so bei der Hälfte angekommen ist, mit Wasser wieder auffüllen, ja, und gut schütteln. Ja. Ja, dann muss ich einfach zur Hälfte wissen. Ja. Und dann natürlich Creme, Öl, Body Lotion 2-mal, hoppala, so rum, mit
Marulanuss. Marulanuss? Ist es Marulanuss? Mandelöl und Marulanussduft. Sagen mal. 40% Ölanteil. Das ist Marula. Das ist die mit, also mit einer der besten Bodylotions aller Zeiten. Die ist so. Schon leer. Da sind jetzt aber noch die Leckerlis drin. Ja, 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 aber die hast du ja gezeigt. Die ja. Das heißt, wir können den weg und ja. Den anderen. Müll gerade mit rein. Spitze. Ah ja, der ist noch ein bisschen schwerer hier, ne? Warte mal, lass mich mal gucken. So. Und bei euch so? Alles tutti? Wir haben gestern Abend schon lecker Weinchen getrunken, ne? Mehrfach. Mehrfach, ja. Also wir waren aber früh im Bett. Also, ja, ja doch. Ich bin jetzt selber gespannt, was da drin ist. Die hat die Koffer gepackt. Ja. Und weiß nicht mehr, was in den Koffern drin ist. Ja. Hoppala. Hoppala. So, gucken wir mal, ob wir es dieses Mal mit dem Reißverschluss hinbekommen. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Das Ding ist voll bis oben hin, gell? Ja. Ja. Oh ja. Aha. Einmal schnell leere Koffer mit. Kommt dann wieder im Flughafen, guck mal. Ach, du Schande! Ach, guck mal, hier sind deine Kontaktdaten. Die habe ich in jedem Koffer. Scheiße, die waren nicht an mir. Das gehört an mir, das ist mein Deo-Spray. Ah, hast du Kunden? Sie war sich jetzt nämlich nicht sicher. Hat sie jetzt eins dabei oder vier? Ja. Aber. Besser eins wie keins. Ja. Also, so, wir haben hier einen Store, ja, einen kompletten Store in einem Koffer. Oh, geil, die Hanuta-Riegel, die Hanuta-Riegel. Also jetzt muss ich ja auch eine Packung wegmachen für Schatzi, weil der kommt ja dann im Dezember. Warte mal, ja, ich meine, drei, vier... Fünfmal Hanuta-Riegel, für alle, die die Dinger hier nicht kennen, ja. You missing out, ja. Das ist the bomb.com, das ist the shit, I'm just saying. Hast du die schon probiert? Ich mag das nicht so, so süß. Nee? Nee. Ich brauch's jetzt auch nicht, weil ich von innen raus süß bin, weißt du? Und wenn ich dann von außen noch süß bin, das ist einfach overload. Ja, ja. So, alles klar. Haribo, frohe Weihnachten. Haribo macht Kinder froh. Mhm. Da freut sich jede Mama. Ganz arg. Dass Kinder mal froh sind. Ist das für Lauren? Ja. Ich sag, wieso das heißt das jetzt frohe Weihnachten? Ist da jetzt was Bestimmtes mit drin? Schmecke die jetzt irgendwie nach Zimt oder nach Keks? Soll ich das leihen? Da sind jetzt Sternchen drin und Nikolausstiefel. Und ach so, also die Form ist anders. Richtig. Schmecke gleich. Ja, ja, anscheinend. Sie kriegt da jetzt halt einen Tannenbaum. So. Genau, sie kriegt jetzt einen Tannenbaum. Gut. Weihnachtsmänner, Choki. Ach, das ist nicht alles ordentlich. Ah, nee, aber ich will ja gucken, was da drin ist. Gulasch. Gulasch gibt es bei uns nicht mehr oft, aber die Soße ist geil. Richtig. Lecker mit Nudeln. Mmh, kann man essen, Jets Alliance. Schön noch Pilze reingeknallt, ja. Und vielleicht noch ein bisschen Paprika. Ja. Kann man machen, ja. Gell? Ach du, machen du, also, Scheiße schmeckt anders. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, genau, Paprika-Gulasch. Das richtig. Ist dann noch einmal ein bisschen schärfer, finde ich auch. Ja. Ja, eins, zwei. Um jetzt hier die Frage zu beantworten, die kam nämlich, weil ich habe es in meinem letzten Video erwähnt, das hast du aber noch nicht gesehen. Isst du noch Fleisch? Also, ich habe nämlich gesagt, ganz, ganz selten. Natürlich, ich bin und war schon immer ein Fleischesser. Ja? Und das werde ich auch bleiben. Allerdings in den letzten 3 Jahren habe ich 4 oder 5 Mal Fleisch gegessen. Ja. Das war 2 Mal zu Weihnachten, ja. 1 Mal zu Ostern. Und ich meine irgendwann zwischendrin noch einmal, aber mehr wie 5 Mal nicht. Ja.
Wurscht. Und man muss dazu sagen, Mama mehr. War früher die größte Fleischesserin, ja. die ich kannte. Ja. 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 Die hat euch 17 Frikadellen weggefuttert und dann wahrscheinlich noch so ein fettes Eisbein. Steißbein ist was ganz anderes. Das hätte ich auch nicht gesehen. Also Mama, und auch früher, kennt ihr das, wenn man nachts aufwacht und man hat so Gelüste und man wird sich am liebsten so eine ganze Schokotafel reinziehen. Das hat die Mama gemacht, aber dann noch mit einer Packung Salami hinterher. Ja. Ja? Ja. Also Mama war mit die größte Fleischesserin überhaupt. Und jetzt, wenn, isst es sogar mehr Fisch, gell? Ja, also Fisch esse ich öfter, aber auch nicht mehr so. Ich sage, ich bin irgendwie ganz ziemlich weg von dem Ganzen. Allerdings denke ich, mir fällt es deshalb so leicht, weil ich mir ich habe kein Verbot. Nee, ja? Nee. Ich habe kein Verbot, ich kann ja essen, was ich will. Ich bin ja ein erwachsener Mensch. Aber, nee. Also beim Fleisch bin ich mir nicht sicher, 4-5 Mal. Ja. In den letzten 3 Jahren. Wurst, gar keine mehr. Und das ist auch. Ich habe viel Wurst gegessen. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Also ich sage ja, Mama war mit die größte Fleischesserin. Jetzt trinke ich halt mehr Rotwein. Ja, mehr Flüssig-Diät, wisst ihr? So. Nee. Achtung, Rose. Nee, aber so wie gesagt, dadurch, dass ich mir nicht so einen Berg vor die Nase gesetzt habe, fällt es mir auch nicht schwer, gar nicht. Nee. Mhm. Also wir haben uns ja damals beide nicht das Verbot gegeben und haben gesagt, so, wir sind ab jetzt Vegetarier. Ja, das war einfach, wir hatten keine Lust mehr auf Fleisch. Gesundheit. Danke. Keine Lust mehr auf Fleisch, wir wollten den Geschmack nicht mehr, auch der Geruch war jetzt nicht mehr so. Und das hat sich dann einfach so ergeben, dass man dann wirklich gesagt hat, nö, Fleisch brauchen wir gar nicht. Aber wenn wir dann auch mal Lust drauf haben, dann essen wir es auch, was einfach nur sehr, sehr selten vorkommt. Ja. 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 Also bei mir auch. Ja, ja. So, weiter geht, De Luzi, was haben wir hier? Auch. Putengeschnetzeltes, ja. Allein diese Soße mit Nudeln oder was ich Pilze. Pilze oder Reis. Reis schmeckt sehr gut. Ja. Ja, aber die können nicht alle dir, da brauche ich ein paar davon. Ach so. Ich bin dich gleich mit eingekauft. Ja. Für Weihnachtsessen. Ja. Gut, also wir haben Putengeschnetzeltes und geschnetzeltes Züricher Art. Die kann ich haben, das ist auch noch nicht. Welches? Die kann ich haben, die brauche ich. Die kannst du den Knödel legen. Gut. Das sind 4 Stück. Tja. Nee, 3. Ich guck, dass ich hinkomme. 3 jeweils. Da ist nichts mehr für dich drin, Großer. Guck mal, die hat es so gepackt im Rand vom Koffer, dass das alles ausgefüllt ist. Oh, geil. Das habe ich ja auch schon Ewigkeiten nicht mehr gehabt. So Lachs-Sahne-Gratin. Ja, ja. Das können wir ja auch mal machen, so mit Reis dazu. Das esse ich auch gern. Ja. Lachs-Sahne-Gratin, dann haben wir Lasagne, das sind so Dinge, das mache ich dann für Schatzi. Ja, oder für die Nachbarn, hast du auch schon gemacht. Und für die Nachbarn, ja. Also meine Nachbarn, die sind hier ganz arg auf die Lasagne und auf das Gulasch. Deshalb habe ich schon so viel rein. Ja. 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 So. Und da, oh! Das ist sehr lecker. Oh! China-Pfanne, Chop Suey, haben wir hier, das kenne ich gar nicht. Ist das jetzt nur das Gewürz dafür, zeige, ne? Ja, und das machst du hier, die finde ich lecker. Egal ob jetzt Reis oder Nudel oder so, machst du ein bisschen, was weiß ich, Gemüse mit rein. Ja. Und brätsch es ein bisschen an und dann das Gewürz drüber. Das ist richtig lecker. Von Maki. Also China Pfanne Chop Suey und wie heißt das? Gebratene Nudeln. Also das finde ich auch sehr lecker. Ist ein bisschen scharf, aber brennt zweimal. Passt. Passt. Naja, wir haben ja 3 Bäder. So, was haben wir noch? Nochmal Haribo Sternenzauber. Das ist auch für die Kleider, ja. So in den Nikolausstiefel oder so. Genau, genau. Weil vom Ding her ist das alles gleich. Ich denke nicht, dass die jetzt anders schmecken. Die sehen einfach nur so weihnachtsmäßig aus. Da steht aber drauf, cremig gefüllt. Ist da noch was mit drin? Ja, guck mal. Da ist, wenn du da reinguckst, da ist was drin. Da ist was drin. Da ist was drin. So, und jetzt haben wir hier ganz viele Boxen. Ne, da ist noch. Ah, da ist noch ein bisschen. Ah. Buchstabensuppe. Da bin ich, glaube ich, die Einzige in diesem Haus, die daran Spaß hat. und dann noch einmal China-Pfanne Chop Suey. Also das muss gut sein.
weil sonst hätte Mama nicht so viele mitgebracht. Das kann aber sogar sein, dass du das machst, weil du hast ja schon gemacht. Oh! Das ist normalerweise. Spaghetti Napoli. Einfache Tomatensauce, ne? Ja. Und früher, weil Mama hat ja auch noch zu ihrer Fleischesszeit freitags nie Fleisch gegessen. Nie. Und freitags gab es dann meistens immer Spaghetti mit Napoli und dann haben wir immer oft Thunfisch mit rein, gell? Thunfischsoße, ja. Das war lecker. Und was hast du noch rein? So ein bisschen Sahne, Creme Finesse und noch Rotwein, gell? Ja. Ja, oh, das war lecker. Also freitags hat es bei uns nie Fleisch gegeben. Also für mich nicht. Nee. Nee. Und ich war auch nie ein großer Fleischesser. Nee. Deswegen, mich hat das gar nicht gestört. Überhaupt nicht. So, dann haben wir noch was an der Seite. Was das Messer? Nee. Machen wir mal das auf. Ich weiß jetzt, wo haben wir das Messer? Nicht genau. Genau über dir, Lala. Ja, das ist oft so. Das ist bei mir ein. Machen wir mal das auf. Da. Also ihr habt gesehen, ne? Bis jetzt waren, was waren jetzt dabei? Ein Pulli und zwei Paar Schuhe. Nicht zu vergessen, die Damenbinde. Und die Binden. Und die Kondome haben wir irgendwo. Ja, die Sechseckkondome. Die Sechseckkondome. Also kleidermäßig? Das habe ich für mich. Ah, gut. Ich weiß es aber nicht. Ja, das finde ich mal gleich raus. Weil ich habe dann immer überall irgendwas rein. Ach gut. Ich sehe es schon. Was ist denn das? Ja, ich sehe es schon. Nicht kaputt machen, wenn ich sehe. Das ist im Schatz, ist ein Geburtstag. Alles, was da drin ist. Alles, was da drin ist. Ah, okay, alles klar. Guck dir mal, das sind Haribo-Sache und so drin. Unter anderem, dann machen wir das wieder zu. Und das mache ich bei mir ins Zimmer. Und dann packen wir das Ei. Weil dann brauchen wir es gar nicht aus der Packung rausholen. Oder? Ich wollte jetzt nur gucken, weil da war ich mir nicht mehr sicher, ob ich da Riegel rein habe. Das sind Riegel drin, ja. Da habe ich gerade gesehen. An der Seite. Da habe ich einen Blick für. Dann kannst du ja in Ruhe essen. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich noch mal rein. Alles für die Büffelhüfte, wie ist das? Genau, dann lassen wir das gerade so verschatzen. Achtung, Achtung! Mmh. Ist lecker. Freut mich, ich brauche das nicht. Ne? Ne. Magst du mal probieren? Nein. So. Oh, ist das die. Das ist die Bettwäsche. Ja. Achtung, hast du aufgemacht? Hast gefühlt? Ich habe reingefühlt, ja. Mama hat mir Biber-Bettwäsche besorgt. Und ich habe jetzt gelernt, dass Flanell früher Biber-Bettwäsche war. Echt? Entschuldigung, ich hab jetzt so ein paar Nüsse in den Zähnen. Also von der Farbe her ist schon mal geil. So. Ich habe gedacht, immer ein paar Blumen, weißt du? Ja, weil ich liebe ja Biber-Bettwäsche. Flanell. Ne? Anscheinend darf man das nicht mehr sagen. Echt? Mir kommt das weicher vor, oder? Also für mich fühlt sich das auch anders an. Gell? So. Aber die ist sehr schön. Aber da kannst du ein Schild drauf machen, das ist Biber. Das ist... Ich red's mir dann ein, ja. Oh, die ist aber schön. Oh, die ist aber schön. Guck dir mal. Mit Blümchen. In einem schönen Emerald Green. Was ist ein Emerald Green bei euch? Das stammt sich doch anders. Das ist anders. Das ist anders. Das tut mir jetzt leid. Nee, das muss dir gar nicht leid tun, weil schön ist die ja trotzdem. Und die ist ja auch vom Material her, ist die schön. Aber die ist weicher. Ja. Und ich gucke jetzt halt dahin, weil ich habe jetzt gerade die Winterbettwäsche drauf, ne? Und das ist Biberbettwäsche. Siehst du, und ich habe das bestellt, das war unter Biberbettwäsche und als kam, stand da Baumwollflanell, wo ich gedacht habe, was ist das jetzt? Ja. Und ich habe dann gegoogelt und dann hat es gehießen, dass Flanell mittlerweile Biber ist. Weiß jetzt der Biber auch schon? Das weiß der Biber noch nicht, nee. Ah, okay. Weil das fühlt sich anders an. Gell? Aber sehr, sehr schön. Ne, ich wollte einfach Biber, aber nicht mit Wintermotiv. Ja. Weißt? Oh, ist die schön, Leute. Gib was. Oh, obala. Ja. Nee, die ist wirklich schön. Ich liebe das Motiv. Das sieht, und vor allem, und das sieht so schön aus.
dass die Deckflasche ja, gleich Farbe hat. Ich sage ja, das ist mein Grün. Also ich mag Grün nicht so. Aber das dunkle Grün, das finde ich toll, ja, weil das hat immer so was Edles, finde ich. Also das ist eine tolle, tolle Bettwäsche. Riecht ein bisschen streng, aber... Und Flanell, ne? Ja, Flanell. So. Ah, mir schläft hier der Arsch ein. Das hatte ich gestern. Stundenlang. Ja. Also ich finde, das ist auch wirklich das Anstrengendste. Ah, guck. Meine Nadelschere. Ich wusste nicht, wo ich sie rein habe. Das finde ich ist das Anstrengendste an einem Langzeitflug, was sich ja total doof anhört, weil man sitzt ja nur. Aber das Sitzen ist das Anstrengendste an dem Ganzen, weil irgendwann ab Hüfte ist alles taub und es tut alles nur noch weh. So, also nochmal Bettwäsche, ne? Weil ich habe ja zwei Seiten. Ich habe gedacht, ich nehme zweimal die gleiche Farbe. Da freut sie sich. Ja. So viel ist es gar nicht. Die Sache sieht nur her. Du alleine, das hat 2,5 Kilo. Ja, doch. 2,5 Kilo sind das? Du, ich habe das mit der Küchenwaage alles gewogen. Das war, die sind schwer, die Teile. Ja. 2,5 Kilo. So, noch mehr Leckerlis. Ne? Also, das ist, aber, das ist von Tantchen. Ja. Das weiß ich, das sehe ich. Das ist auch von ihrem Geburtstag. Okay. Wir haben einmal Ketten und Uhren, diese Knabberli-Teile. Dann haben wir hier die Lutscher. Das ist alles von Lauren und ihrem Geburtstag, ne? Du teilst ihr ja ein. Ja, nee, das kriegt sie nicht alles gleich. Das kann sie nicht alles auf einmal essen. Sie könnte's, sie würde auch, aber darf sie nicht. So, und dann noch diese Ketten. Wer kann sich da noch an seine Kindheit erinnern? Ne, da kommen Memories zurück. So. Und dann haben wir hier so 1 bis 3 Kekse. Die mit besten Kekse überhaupt. Wir haben einmal Spritzgebäck. Oh, das hat sogar richtig gut ausgehalten, gell? Wir haben einmal Spritzgebäck. Von welchem Bäcker ist denn das? Das macht die Tante immer. Da steht es drauf, Feinbäckerei Grünz. Grünz. Tantchenstock. Backen ist unsere Leidenschaft, steht da. Mülheim, Kerlich. Feinbäckerei Grünz. Ja, Tantchenstock. Also wenn ihr da irgendwie in der Nähe wohnt, das Spritzgebäck ist der Knaller. Hier dann einmal Spritzgebäck mit Schoko, ist auch super lecker. Aber der absolute Oberbrüllerkracher sind die Vanillekipferl. Also Leute, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Selbstgebackene, zu Hause gebackene Kekse schmecken nicht so toll wie diese Vanillekipferl. Die sind so, so lecker. Und da habt ihr dieses Mal 3 Stück besorgt, gell? Ja. Nee, ich steht da und wir machen das alles wieder da rein. Das mache ich auch nachher alles in die Garage, weil das brauchen wir ja jetzt noch mal. Machen wir in die Vorratsabteilung. Genau. So. Die Stelle ist auch schon leer. Ja. Und dann, was soll jetzt, wenn jetzt, weiß ich gar nicht. Jetzt kommen wahrscheinlich die Schlüpper. Gucken wir mal ganz vorsichtig. Ja, das sind meine kleinen T-Shirts. Guckt euch das mal an. Seht ihr, wie flach das da drin liegt? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das T-Shirts und Kleider sind. Warte mal. Mama ist ein Packprofi mittlerweile. Ja. Oh. Aber ich glaube, das sind jetzt alles meine Kleider. Ah ja, gut, aber dann hätte man sie endlich gefunden. Ne? Was ist denn das? Da muss man von der drauf kommen. Feuerzahnbowle. Für den Zuckerhut. Weil Mama ist ja auch zu Neujahr hier. Und an Neujahr gibt es Feuerzahnbowle, ne? Das ist für die Kleine. Aha. 5 bis 6 Jahre, 116. Mit den deutschen Größen kenne ich mich nicht aus. Sehr lange. Sehr lange. Also da wächst sie rein. Oder man kann es unten umschlagen. Ah jo, kann man doch ein bisschen umschlagen. Guck dir mal, das ist aber halt schön. Mit Unicorns. Ich habe es ja gesehen, wenn man sie sieht, das sieht ganz anders da aus wie in den Videos. Ja. Machen wir mal jetzt aber weg. Ja. Das hast du aber gepackt. Ja, gut, alles passen müssen. Ja, ich sehe es.
Dick, ich hab Kleider, ich hab's gewusst. Die Frage war nur, wo? Ja, das hier ist für die Kleine. Weil Päckchen haben wir ja auch noch. Eine Jeansjacke. Da kann sie dann ihr aufgebraucht mitmachen. Mutter. So, Kleider kommen hoch. Ich glaube, das ist alles mal. Das ist alles meins. Ja, das sieht nach dir aus. Es ist alles in einem fröhlichen Dunkel. Ja. Nee, ich glaube, da ist nichts mehr. Das war so ein Sommerkleidchen, aber ich glaube, das ist eher für nächstes Jahr. Ein Sommerkleidchen? Für mich oder für Lauren? Ja, für dich, ja, weil du so viel Sommerkleidchen trägst. Gar nicht. Oh ja, das, oh, oh. Aber es war hübsch, Tantin hat es. Ja, 7 bis 8 Jahre. Was? Das habe ich gar nicht gesehen. 128. Ah, das passt in 2 Jahren noch. Das passt in 2 Jahren noch. Aber das ist sehr schön und auch sehr luftig. Und das noch. Und das noch, okay. Unicorn. Oh. Dann kann ich ja das schon auch schon mal wegtun, ne? Ja. Weil das kann ich ja dann auspacken, weil das ist ja meine Kleine. 5 bis 6 Jahre soll das sein. Mensch, das ist mal. Und du hast die Kleine gesehen. Also. Ja, man weiß nie, was richtig das oder falsch ist. Das ist groß. Das ist groß? Das finde ich ja, das ist ja groß. Ein Hängerle, das soll ja bis daher gehen. Ach, ein Hängerle. Ja, und da ist die... Die passende Hose dazu. Ja. Ja. Ich finde das alles sehr groß. Oh. Sind bei euch in Deutschland die Kinder größer wie bei uns? So. So, jetzt brauchen wir noch Spottkäsel. Ein Spottkäsel? Spottkäsel. Ach Gott, im Spottkäsel ist auch noch was. Ja, natürlich. Oh. So. Mama ist da. Ich freue mich. Boardcase ist also das, was ihr mit in den Flieger nehmt, ne? Für alle die noch nicht geflogen sind. Da machen manche Leute ihr Laptop, Bücher. Habe ich alles drin gehabt. Ich war sehr froh, als es mir jemand hochgehievt hat. Das Ding, das hat doch bestimmt auch nochmal 20, 25 Kilo gehabt. Nee, 11,5. Ach, 11,5. Fürs Handgepäck. So, wie geht das auf? Alles. Jetzt. Ja. So, pass auf. Okay. Jetzt kommen hier Kontaktdaten. Ob das jetzt Weihnachten oder so, wobei ich immer denke, für China sind halt Kleider langweilig. Für Weihnachten. Ja, aber sie kriegt ja nicht nur Kleider, sie kriegt ja auch noch Spielsachen. Ja. Also das sind jetzt Kleider, da hat jeder was gekauft. Oh, das ist aber schön. Und da gehört eigentlich das Teil dazu. Oh! Das ist ja fast so ein bisschen wie Schuluniform. Das ist aber alles sehr groß. Ja, aber guck mal. Das ist alles sehr, sehr groß. Geh mal bei der Lauren ins Zimmer, nur aus Spaß, und geh mal an den Schrank und hol mal einen Pullover raus, bitte. Also ich zeige euch jetzt englische Größe und deutsche Größe. Also für 116 steht da jetzt 5 bis 6 Jahre. Also das finde ich alles sehr groß. Wobei, Kleinmäuschen ist auch ein bisschen auf der kleineren Seite. Also ich habe jetzt einfach einen rausgenommen. Ja, ja, jetzt guck mal, warte mal. Ich heb das und du hebst das davor. Das, ne, ich, oh. Ausgenockt. Aber das ist, seht ihr das? Und da ist es so schwer, da irgendwie das Richtige zu finden. Ah, das ist doch ein riesen Unterschied. Ja. Guck dir das mal an. Sure. Ja gut, wobei bei euch, also ich glaube bei uns ist es mehr dann 4, 5 Jahre und bei euch ist es dann mehr 5, 6 Jahre. Dann ist der ja auch viel zu groß. Ja. Schade. Also gerade an der Hüfte, müsste der so sein. Yeah. Weil die ist ja an der Hüfte sehr schlank. Ja. Sehr, sehr schlank. Also da muss sie reinpassen, reinwachsen. Weil das ist nichts, was ihr jetzt passt. Hm. Und das ist jetzt was? 122. Ja. Was ist denn die Größe bei euch davor? 116. Selbst das ist zu groß. Ja, ich sehe es ja, der Pullover. Selbst das ist zu groß. Also bei dem Pullover, da ist mir in 122 auch zu groß vorgekommen. Ja. Da nehme ich lieber 116.
Oh, sogar das ist zu groß. Ja gut, aber lieber reinwachsen, wie dass es jetzt zu klein wäre. Ja, es ist halt umschickt, wenn die Flanellunterhose erst im Sommer passen. Nee, also ich glaube, das wird ihr dann nächstes Jahr im Winter passen. Oh, Leute. Müssen wir mal gucken. Das ist von Tante Doris. Oh, das ist aber schön. Das ist ein Jogginganzug. 122. Ja. Dieses Kind wird mir in dieser Jogginghose ersaufen. Guck, ja? Und das gehört da dazu. Oh. Da. Och Gott, wie süß. Das ist alles zu groß. Also das ist von den Größen her bei euch aber echt ganz kacke, ja, gell? Ja. Da kann man ja gar nichts mehr sagen. Nee. Oder man muss es richtig ausmessen, weißt du? Ja, ja. Nee, weil das muss die alles reinwachsen. Das könnte oben an der Hüfte, könnte das noch passen. Wobei auch das wird wahrscheinlich ein bisschen groß sein. Sie ist halt sehr schmal, ja. Lauren ist sehr, sehr schlank. Ja. Wie die Oma. Das hat sie nicht von mir. Malspaß, Mandalas, Elfen und Feen. Das ist ja von der Doris. Und das fand ich auch hübsch, das ist auch von der Doris. Und der Doris ist übrigens meine andere Tante, ne? So. Wir haben einmal Tantchen und dann haben wir Tante Doris. Hallo Doris. Juhu. Oh, das ist aber auch schon, das ist aber tolles Material, gell? Ja, ist super. Oh, und das ist größer? 122. Siehst du, da ist so ein Täschle dabei, das tut man dann so quer drüber. Aha. Oh, ist aber auch goldig. Hier. Yeah. Happy Girls. Ah, oh, nee, Happy Girls Club. Tolles Kleid, super schönes Material, Größe 122. Für mein Kind zu groß. Schade. Ja. Nee, aber ich denke, das wird sie nächstes Jahr, wird sie das im Winter tragen können. Wobei, wir können ja mal alles anprobieren. Und dann gucken wir mal. Also die Tasche gehört da zu dem Kleid. Die Tasche gehört damit dazu. Dann haben wir hier. Das ist auch von der Doris. Oh, ein Thermo ist gut. Thermo ist gut. Und guck mal, das ist jetzt 122 im Vergleich zu dem schlimm, roten Pullover. Oder? Ist das jetzt doch viel kleiner. Da ist der 116er größer wie ja. Das. Ja. Also das macht doch überhaupt keinen Sinn bei euch. Aber das ist super geiles Material, weil das nämlich richtig schön dick ist. Kannst du vielleicht auch daheim rum, so mit dem Leggings oder was? Ja, ja, ja. Okay, dann haben wir hier... Das ist von Tantchen. Oh, das ist... Und du gehört das dazu. So eine schöne Senffarbe. Oh, das ist ein toller Pulli. Ah, und der Pulli, der könnt ihr passen. Und das gehört dazu. Eine Lederhose. Ja, gut, kurz an Leder vorbeigeschrammt. Okay, Größe 122. Im Partnerlook können wir da gehen, weil ich habe ja auch so eine Hose. Die habe ich sogar von euch gekriegt. Ich meine sogar von Tantchen. Ja. Ja, ja. Können wir im Partnerlook gehen. Also hier einmal so ein Höschen, ne, in Lederoptik. Lederoptik, meine Lieben. Es ist keiner dafür gestorben. Ja, das weiß man noch nicht. Wer sich darum sterben will. Und ein wunderschöner Rollkragenpulli in so einem, was ist denn das? Senfgelb, ja. Ocker. Aber jetzt, also was für Größe ist der jetzt? Der ist jetzt 122. Wenn du jetzt den anguckst, kommt der mir kleiner vor, kleiner der vor wie der 116. Ja, ist auch so. Ja. Das ist auch so. Ne, der könnte passen. Ja. Oh, das ist schön. Oh, und da die schwarzen Boots zu, die sie hat. Das pfeift. Ja, wir haben hier eine kleine Schickimicki-Maus zu Hause. Dann haben wir, was ist denn das? Söckchen haben wir einmal. Das ist die Körbe eigentlich zu dem Rock. Die gehören zu dem Rock in einem schönen, wie nennt man das? Rot. Burgundy ist es bei uns. Was ist denn das bei euch? Onnerstrot. Onnerstrot. Bordeaux. Genau. Bordeaux-Rot. Das ist ja von der Doris. Strumpfhosen. Aber ich weiß Achtung. Gar nicht, was für Größe. 122, 128. Oh. Da können wir das Haus mit einwickeln. Warte mal. Sieht aber auch komisch aus, oder? Nee. Schleifchen drum. So. Das interessiert mich jetzt, wie groß die bei euch sind. Ach gut, ach gut. Ja. Also so arg groß. So groß finde ich die jetzt gar nicht. Ja, kommt mir jetzt auch nicht so groß vor. Nee, auch oberum, okay. Ja, also einmal in einem dunklen Grau, in einem hellen Grau und in einem Grau-Grau. Grau-Grau.
Ja, ich glaube, weil nämlich die wird gut zum Rock passen. Ja. Die sind so leckerlich. Da haben. Oh, kennst du die? Ich habe sie mitgebracht. Die sind geil. Die sind. Für wen sind denn die? Also das Kind kann das nicht alles essen. Ich muss mal eins probieren. Ich muss ja gucken, ob die noch gut sind. Grapefruit. Ja, seit wann gibt's denn da Grapefruit? Oh, Johannisbeere. Johannisbeere kenne ich auch nicht. Früher hat es da nur Apfel und so gegeben. Die hat es bei der Oma früher immer gegeben. Begeisterung sieht anders aus. Fisch, deshalb esse ich so Sachen noch. Boah, die sind auch sauer, gell? Du wolltest dich nicht schissen. Alter! Johannisbeere. Was haben wir da noch? Tasche, da waren die Geschenke drin für die Kleine. Maracuja? Maracuja! Warte mal, ich muss probieren, Mama. Probier du. Ich drehe in der Zeit ja, um. Ja, da ist auch noch. Hoppala. Maracuja ist gut. Ja, das ist und wir haben noch Kleider gefunden, Mama. Ja, Gott sei Dank. Ich habe die ganze Zeit gedacht, sag mal, es kam noch keine Socke vorbei. Und dann haben wir hier noch gemischte Paranüsse. Und die super leckeren Gewürzmandeln. Haben wir hier auch noch. Ne, das sind alles meine Sachen. Das sind alles deine Sachen? Ja. Also sie hat doch ein bisschen was an Kleider dabei. Haben wir irgendwo Müll? Um dich herum. Ja. Um mich herum. Siehste, hab doch was dabei für mich. Müssen wir also nicht heute direkt zu Walmart? Nee, morgen nee. Früh reicht. Morgen früh langt, okay. So. Gott, sieht's bei dir aus. Ja. Jetzt kannst du aber rüber in dein Zimmer, gehst in deinen Schrank und ganz oben drin ist das Paket, was du geschickt hast. Ja. Jetzt, wo du sagst. Also, da bin ich jetzt selber gespannt, was da drin ist. Weil, wenn dort der M drin war, was ist denn da dort drin? Ja, das weiß ich, was da drin ist, weil ich warte nämlich noch auf was. Auf was? Auf meine Pfapfengs. Oh, ob die dabei sind, Kind, ich weiß es nicht. Das da drin ist, ich habe keinen Plan. Ganz oben? In deinem Schrank, ganz oben links. Muss. Ich bin hier ein bisschen aus dem Bild raus, kann das sein? Das sind doch auch nochmal 10 Kilo, oder? Das sind genau 10 Kilo. Das sind genau 10 Kilo. Ja, genau, weil jetzt kommen wir mal nämlich zu dem. Da bin ich jetzt wieder gespannt. Ach gut. So, das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil sonst wisst ihr, wo die Mama wohnt. Und wo ich wohne. Und wir wohnen nicht zusammen. Ja. Ach Gott, Mutter, du und das Klebeband, das ist... Du, seit sie uns das andere so oft geklaut haben, ja, das stimmt. Das seitdem ist schon nicht mehr passiert, gell? Nee, oh. Die Hofer schreist nicht noch. Ah, nee, ich bin noch nicht unterwegs. Ich komme, wo ich die Klappe habe. Ich mal da ein bisschen... Und so. Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht. Nein. Okay. Was ist denn da drin? Oh, die liebt die Lauren. Genau. Oh, Schokolollis. Mit Weihnachten und Schneemann. Ihr habt die ja zu Ostern geschickt. Mit Osterhasen, ne? Ich wollte ganz sagen, mit Osterhasen hier. Ja. Oh, die hat sie wirklich weggefunden. Oh, das ist eine Schnabulierbox! Jetzt, ich glaube ja, Das ist eine Schnabulierbox, Leute! Oh, ich brech ab! Haribo, ist für Schatzi. Brauche ich nicht. Giotto! Du hast ja gesagt, die Kleine isst auch Haribo, ja. Ne? Ja. Giotto! Oh! Oh, was? Hey, was ist denn das? Knoppersnussriegel! Ja. Oh!
Das ist ja so ein bisschen wie Hanuta. Gehst du weg von meinem Hanuta? Gehst du weg von meinem Hanuta? Knoppersnussriegel. Oh, geil. Also ich weiß ja noch nicht, wo ich das alles hinmache, gell? Du lässt ja mal die Schachtel aufheben, machen wir es gerade wieder neu. Ja. Ballisto mit Früchte. Yoberry. Yoberry? Mit Früchte. Und die zwei sind für mich. Ach, dein Tee. Mein Tee. Dein Tee. Also der Tee zur Gewichtsreduktion hat nicht geholfen. Nein? Das war ja auch sowas. Das war wieder Mutter pur. So. Schokokrossis original. Ja. Die mit den Emulgatoren und mit den Verstärkern. Ja. Kann man sich zu Hause mit Cornflakes und Schokolade selber machen, aber die schmecken nicht so wie die. Braucht er mir jetzt gar nicht kommen, Jetzelines. Oh, und jetzt, oh. Hornhautrubbler, Bümsschwamm von Valea, einer gehört dir? Ja, müsst zweimal die gleiche Farbe sein. Ja, dann kriegst du blau. Nee, ich will, brauchst du nicht zwei verschiedene. Sind die verschieden von der Struktur? Ah nee, für der eine Fuß. Also mir ist die Farbe egal, ich brauche nur einen. Ich kann auch den blauen nehmen. Ja, dann nehme ich jetzt blau und oh, pink. Ja. Nimmst du einen für links und einen für rechts? Gut. Es gibt auch andere Stellen. Ja. Bitte schön, einmal, nee, zweimal Bimsschwamm. So. Also du kannst es blau oder nicht, wenn ich viel im Garten war, nehme ich es auch für die Hände. Ja, macht Schatzi auch. Und ich weil der hat die von den Füßen nicht für die Hände. Ja, dann habe ich immer zwei. Ja gut, das macht aber Sinn. Das macht Sinn. Weil Schatzi, durch das, dass der ja Gewichte hält, hat er da hier so ganz graue Hände. Ja, so. Und das mache ich dann da ja, genau. Weg. Ja, genau. Und da möchte ich nicht... Das haben. Ding hat es überlebt. Ja, da hinten ein bisschen. Soll ich da drauf drücken, wie mein Zigaretten? Aber da haben wir schon ganz andere Sachen gehabt. Die Pulver. Pulverisiert sind die hier angekommen. Ja. So Schoko-Nikoläuse und Schoko-Osterhasen und so. Das war nur noch die Hülle vom Papier. Und innen drin war das alles pulverisiert. Ist das für Lauren? Ja. Ja? Okay. So. Dann die Schokochips. Ah, guck da, ich mein Deo-Spray. Ah, siehst du zweimal. Was verwendest du denn? Komm, können wir hier gleich zeigen. Wir machen hier Unboxing. Über die Kondome haben wir es auch gehabt. Also, Far Glamorous Moments. Darf ich mal sprühen? In die andere Richtung gerne. Oh, das riecht aber schön. Die hatte auch die ganze Zeit eine sehr schöne Dose. Oh. Und das haben sie jetzt umdesignt. Die sieht aus wie... Ich finde die schön. Ich finde die elegant. Die andere hat mir besser gefallen. Oh, das riecht aber gut, Leute. Oh, ich habe auch dein Duschgel gefunden. Ah, super. Mama verwendet seit Jahrzehnten das gleiche Duschgel. Ja, können wir euch auch zeigen. Dusch das, Noir. Ja, das ist für Herren. Aber Mama liebt es. Das ist mir egal. Ja, und Mama kauft es immer im Angebot, gell? Deswegen ja. Hast du auch so an die 20 zu Hause. Mama ist auch so eine kleine Backup-Mau. Oh, das riecht aber. Das riecht aber gut. Höchstens 11, 12. Oh, das riecht lecker. So, dein Duschgel. Also, du kannst dann heute auch duschen gehen, ne? Du, da wird sich der ein oder andere freuen. Ja. Oh, Chocolate Chips in Weiß. Mmh. Also, wir haben hier einen Store, ne? Edelstahl, Schutz und Pflege. Ganz große Empfehlung, Leute, für alle die, die... Halt, ich könnte mir das nicht erklären, wenn dort DM drin ist. Was ist denn dann dort drin? Ja, noch mehr DM. Ja. Edelstahl, Schutz und Pflege, Dr. Beckmann. Also wenn ihr zu Hause Edelstahl, Kühlschrank, Ofen und so Sachen habt. Ganz, ganz tolles Produkt. Ja. Ihr macht es damit sauber und wenn, selbst wenn ihr dann drauf geht mit euren Fingern, jetzt natürlich nicht drauf batschen, ja, nachdem ihr euch die Finger gerade eingecremt habt, aber ihr habt dann wirklich keine Fingerabdrücke drauf. Ist super. So, und dann haben wir hier Spekulatius Butter. Nochmal Spekulatius Butter. Und nochmal Spekulatius Butter. Mmh. Oh, da gibt's noch mehr. Ich hab gedacht, vielleicht für die Nachbarn mal ein Päckchen, weißt du? Für den Beut. Den ja. Beut geben wir ja. Eins, ja, auf jeden Fall. Nochmal Butterspekulatius. Mein Nachbar nebendran, genau hier, der Beut, der ist mittlerweile lebt er hier alleine. Der ist hier vor 7, 8 Monaten ist er eingezogen mit seiner Frau.
ganz, ganz tolles Pärchen, beide super lieb. Die sind beide in der Army. Sie ist jetzt aber weg, weil sie muss jetzt auf eine Schule und sie ist jetzt also auch knapp 2 Jahre nicht hier. Und der lebt jetzt hier alleine und er und noch ein anderer Kumpel von mir, den hast du ja heute Morgen kennengelernt, das sind auch immer die, die mir helfen, wenn es irgendwie an schwere Sachen geht, ja, wenn mal was zu tragen ist oder so. Und er hat deutsche Eltern und er hat auch sehr, sehr lange in Deutschland, in Heilbronn, gelebt. Mhm. Und er spricht auch Deutsch und der freut sich jetzt schon auf die ganzen Leckerlis hier, ja. Weil er kennt so das ein oder andere. Muskatnuss, gemahlen. Abteilung Weihnachten. Für was ist denn das? Fürs Weihnachten. Ich weiß nicht, ob es das hier gibt, deshalb habe ich es lieber mitgenommen. Wo machst du das, in die Füllung oder was? Ja. Ah. Ja, Mama macht auch Füllung. Ah, ein Shampoo. Ja, siehst du, Haare waschen kannst du dann heute auch. Mama verwendet von Alpecin Koffein-Shampoo. Auch schon seit Jahren, gell? Hier. Ja, schwört die Mama drauf. Was ist das? Stimuliert die Haarwurzeln schon beim Waschen. Ja, ganz wichtig. Ja. Bis ich in die Gänge komme, hat es schon stimuliert. Reparaturspachtel, für was brauche ich Reparaturspachtel? Du, mir ist aufgefallen, es ist die gleiche Farbe wie euer Wand. Habe ich gedacht, vielleicht brauchst du mal. Ich habe nämlich unten einen Macken. In der Wand. Guck mal, von der Farbe, da müsste doch fast hinkommen, oder? Ist eingetrocknet. Echt? Der Gedanke war gut, Mutter. Das kann nicht eingetrocknet sein. Wenn das jetzt ins Gesicht sprühst. Das probieren wir nachher. Aber guck mal, von der Farbe, da müsste doch fast hinkommen, oder? Ja, doch. Das wäre auch super, weil ich habe unten einen Macken in der Wand. So ein richtiges Loch. Ja. Was haben wir hier? Gliskur, das total. Kennt mir. Ja, Unboxing, Mutter. Das ist egal, was dir hier gehört. Gliskur. Alles muss gezeigt werden. Jetzt kannst du es haben, jetzt kannst du es wegräumen. Das ist die Bodylotion, gehört auch Mama, weiß ich. Weil die verwendet sie ja auch schon seit Jahren. Verwöhnendes Ritual mit Shea Butter und Vanilleduft. Die riecht aber auch wirklich sehr lecker. Und Darf ist ja auch mittlerweile tierversuchsfrei, ne? Bist du? So. Ich bin aber doch beruhigt, dass man noch ein paar Sachen gefunden hat. Ja, denk mit, Allzwecktücher, diese Teile liebe ich. Das ist jetzt nichts, was ich jeden Tag verwende, aber für gewisse Dinge, ja? Für meine Mikrofaser-Couch, für meinen Mikrofaser-Sessel, der da hinten steht, für meine Blinds. Da ist irgendwas drin, was das super, super sauber macht, ohne Flecken zu hinterlassen. Und deswegen liebe ich diese Dinger. Purer frische Duft in Blau. Ich habe jetzt übrigens gesehen, es gibt es auch noch grün. Von den Teilen. Ja, aber ich habe mich dann nicht mehr getraut, was zu sagen, weil ich wusste ja, die Koffer waren voll. Es gibt aber auch noch grün. So. Und dann haben wir... Ich habe gedacht... Lasagneplatten. Zu den Lasagnepulver. Weil das muss man ja nicht mit Fleisch machen, kann man ja mit Gemüse machen. Mit Gemüse habe ich schon gemacht. Gemüselasagne. Ja, genau. Und was ich auch noch auch gemacht habe, ist Feta-Käse mit rein. Ja. Ja, ist auch lecker. Also einmal von Barilla. Die Lasagneplatten. So. Können wir loslegen. Dann haben wir einmal für Simba. Auf sein Gewicht gehen wir jetzt nicht nochmal ein. Das hatten wir, das Thema, ne? Senior ist er. Reich an Huhn. Noch so ein bisschen Trockenfutter. Gibt es bei uns aber als Leckerli. Ja, weil Trockenfutter bekommt er vom Tierarzt und das gibt es dann als Leckerli zwischendurch. Nassfutter kriegt er vom Tierarzt. Trockenfutter auch. Trockenfutter. Das ist beides vom Tierarzt verschrieben. Nee, das ist ja eher als Leckerli gedacht. Ja, genau. Weil es hier so wenig Leckerli verkauft. Ohne Zusatz von Getreide. Ja. Zum Schutz der Sehkraft, zur Gelenkunterstützung, zur Unterstützung der Herzvitalität ohne Zuckerzusatz. Gibt's als Leckerli. So, und dann haben wir hier Magnesium 600 Forte. Das ist sehr gut. Ja. Ist das jetzt für mich oder für dich? Nee, für dich. Das ich bin ja gesund. Blöde Kuh, du nimmst das auch. Nee, das ist für dich.
Und wie nehme ich das jetzt? Ist es auch so zum Lutschen oder mache ich mir das in ein Glas rein? Nein, die schluckt einfach und haust nur noch. Plus B1, plus B12 für Muskeln, Herz, Nerven und Energieleistung. Ja. Also gerade wenn ich so anstrengend körperlich gemacht habe oder so. Ja. Entweder nehme ich es schon vorher oder hinterher. So, und jetzt haben wir noch eine Box, Leute, und dann sind wir durch. Seid ihr noch da? Macht mal in die Kommentare Hashtag. Wie lange dauert es noch? Hashtag Shopsui. jawohl. Magnesium, Dextro Energy. Ich liebe diese Dinge. So Traubenzucker gibt es in Amerika nicht wirklich. Und das, was es gibt, ist Kacke. Ja, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wunderbar. Hilft bei mir auch ganz oft. Also ich bin ja Migräne-Patient. Ich kriege Migräne und zwar richtig, richtig böse. Wenn ich merke, dass ich eine Migräne anbahnt, danke, nehme ich ein, wenn nicht sogar zwei von den Magnesium-Teilen und 6 von 10 Mal geht das Kopfschmerz, gehen die Kopfschmerzen weg. Ja, also bei mir bringt es wirklich was. Und auch bei Periodenkrämpfen. Also bei mir funktioniert es. So, Puderzucker. Das gibt es ja nicht bei euch. Nee. Brauchen wir für? Oder einfach so? Einfach so. Ah, ich habe gedacht, du backst. Alles klar. Dann haben wir hier einen Zuckerhut, ne? Für, wie gesagt, Neujahr, Silvester. Wird es Feuerzangenbowle geben. Und für alle, die das kennen, da haben wir ja... Irgendwo die Zange. Irgendwo das Gerät dazu. Da legt ihr euch dann diesen Zuckerhut drauf. Dann wird es mit Alkohol... Was nimmt man da? Rum. Rum. Über 50% schon sprenzelt. Ja. Wird es dann beträufelt, ja, und dann angemacht mit Feuer. Und dann schmilzt es. Und ihr müsst dieses Gerät, müsst ihr natürlich über einen Topf machen, ne? Also nicht, ihr wisst schon. Und dann legt ihr da den Zuckerhut drauf und durch die Hitze schmilzt es dann. Und dann der Zucker geht dann in die Feuerzangenbowle rein. Und das ist dann auch das, was richtig batscht. Und der Rum. Und der Rum. Ja, Mama ist da nie geizig. Nein. Nee, nein. Zuckerhut heißt es. Ich bin da immer sehr großzügig. Ja, genau. So, und dann haben wir das hier... Das ist verschiebbar zu Weihnachten. Nochmal Glühfix für Glühwein. Selbstlos. Ja, das ja, ja. Nicht vergisst, ja. Oder du bist... Oh, 5 Stück, Alter! Du hast gesagt, ich soll da 5 Stück schicken. 4. Ne, 5. Du hast schon im Video gesagt, wenn 5 kann, wird ich 5 nehmen. Ah, alles klar. Ich gucke mir meine Videos nicht an. Sie ist ja auch der Grund, wo meine Klicks herkommen, ja? Weil die guckt sich ja die Videos mehrere Mal an. So, also Spielzeug für Katzen haben wir 2 Mal. Und das gibt's für einen Simba zu Weihnachten. Ja. Ja, packen wir dann auch noch ein. So, Leute, und jetzt ja, Halleluja, von Spirit, mein über alles geliebtes auf Violet Kiss. 5 Mal. Ihr habt mir alle geschrieben, es gibt's auf Amazon. Ja, freut mich ganz arg für euch. Aber ich habe nicht Amazon.de, ich habe Amazon.com. Und bei Amazon.com hat es nicht gegeben. Und bei euch auf Amazon.de war das sogar im Angebot. So. Und ich habe zu Mama gesagt, wenn du es findest, bitte mehrere. So. Mehrere. Hast du es gerochen? Ich mache das nicht offen. Das mache ich nicht. Aber warum nicht? Im Laden haben sie... Achso, nee, du hast ja über Amazon bestellt, ne? Ja, 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 ja. Achtung, pass auf. Pass auf. Es soll angeblich ein... Oh! Es soll ein Dupe zu dem teuren Guerlain Parfum sein. Fragt mich jetzt aber nicht, welches. Wenn das jemand von euch weiß, schreibt es mal unten in die Kommentare, ja? Irgendjemand hat mir geschrieben, das ist ein Dupe zu dem. So. Braucht ihr aber nicht. Ihr braucht euch jetzt hier keine 50 Milliliter Flasche zu holen für 378 Euro. Das gibt's nämlich bei Amazon und noch bei Müller. Also bei Müller hat mir ein Schätzelein geschrieben, hat sie es gesehen, hat sie es gekauft. So, bist du ready? Achtung, Hund. Soll ich die Kondome holen? Ist wirklich gut. Oh mein Gott! Was bin ich auf diesen Duft angesprochen worden? Das war so lange. Danke. Oh!
Oh mein Gott, ist der schön. Das ist eine Mischung zwischen sexy, sportlich, elegant. Ich liebe diesen Duft. Der ist so schön. Pudrig, floral. Oh mein Gott, ist der schön. Alles. Ist der schön. Vielen Dank, Mama. Gerne. Das ist übrigens mein Weihnachtsmitbringsel, glaube ich, weil Geschenke gibt es bei uns ja nicht. Weißt du was, Mische? Also, ich will ja nichts sagen, aber das sieht so ganz schlimm aus. Du brauchst gar nichts sagen, du bist mit deiner Section noch gar nicht fertig. Ich, ja, aber das war jetzt, also beide Sachen, du weißt ja, ich bin nicht multi. Oh, das riecht wirklich gut. Das riecht gut. Das riecht so schön. Das riecht richtig gut, ja. Und umso länger du das trägst, umso schöner wird das, weil umso pudriger wird das auch. Ja, ich will ja nächstes Jahr wiederkommen. Ja, ja, ja. Oh, geil. So, Mutter, das war's. Genau. Das war's. Das wird jetzt wahrscheinlich erst einmal 3 Tage dauern, bis ich das alles weggeräumt habe. Jetzt weiß ich was, 23 Kilo, wie schnell die weg sind. Jetzt wissen wir, 23 Kilo mal 2, 48. Nein. 48 plus dann noch die 10 Kilo im Paket, also... Gut, dein Geburtstagsgeschenk habe ich raus. Ja, das kriege ich noch nicht. Das kriegst du nicht. Aber das macht nichts, weil die Mama ist... zum Geburtstag hier. Ich wollte jetzt sagen, in dem Jahr, aber nee. Also im Januar. Ja, dann krieg ich's. Aber. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, Chat the Lines. Mama hat jetzt hier noch ein bisschen was zu tun, gell? Also, du hast jetzt hier Pause gehabt, das muss man jetzt auch mal sagen. Du hast da noch eine Situation. Ach, meine ist nicht so schlimm wie deine. Also, wenn ich mir deine angucke und meine ist übersichtlich. Ich muss meins jetzt separieren. Unbedingt. Schnabulieren an Weihnachten, was kommt hoch, was kommt runter, was kommt ins Bad. Also ich muss das jetzt erstmal alles separieren. Ja, sehe ich auch so. Ne? Ja. Ja, also der Plan steht und jetzt muss es natürlich nur noch umgesetzt werden. Aber das kriegen wir hin. Wir haben 11.45 Uhr. Echt? Ja. Also 5 Stunden Zeit habe ich. Dann hole ich Lauren. Das schaffst du. Du, oder? Vertraue ich dir, das schaffst ja. Du. Ja. Ich kenne mich um 12 Uhr fertig. So. Ach, da bin ich jetzt aber froh. Das dicken Knutscher an euch alle. Ich weiß, viele wollen Videos. Aber jetzt lasst uns hier erstmal ein bisschen ankommen. Ja, ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Bei uns steht jetzt die Woche auch viel an. Mit Laurens Geburtstag und Familie kommt noch rein und. Aber wir melden uns auf alle Fälle, wenn es zeitlich passt, wenn es, wie heißt es? Wenn wir da sind, sind wir da. Ja. Und wenn nicht, geht's uns gut. Also wenn er nichts von uns hört, ist alles okay. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Tschüss. Bye bye. Komm, zack, zack. Da hockst du rum.